Noch steht der Winter nicht direkt vor der Tür, doch schon jetzt hat Adrian Rusnak seine originale Haustür von 1910 ausgetauscht. Der Grund? Mit ihr wurde es im Haus immer viel zu kalt und zu teuer. Denn durch die enormen Energiekosten stiegen die Ausgaben weiter und weiter. Und Corona setzte noch einen obendrauf. Wir waren beide im Homeoffice, auch über längere Zeit. Und die Kinder waren natürlich nicht im Kindergarten. Und ja, es wurde alles zu Hause gemacht. Natürlich auch der Stromverbrauch war natürlich viel größer, weil man wollte auch nirgendwo hingehen. Und das ging ans Geld. Denn die Energiekosten in Deutschland sind innerhalb eines Jahres so stark gestiegen wie noch nie seit der Jahrtausendwende. Während eine dreiköpfige Familie im vergangenen Jahr durchschnittlich 3.411 Euro für Strom, Heizung und Sprit gezahlt hat, waren es in diesem Jahr schon 4.063 Euro. Das sind 652 Euro mehr innerhalb nur eines Jahres, ein Plus von 19%. Und durch die steigende Erdölnachfrage und dem wachsenden CO2-Preis wird der Trend weiter anhalten, glauben Experten. Was also tun, um die Kosten geringer zu halten? Neben einem Anbieterwechsel wäre da sicherlich der Versuch zu nennen, selbst ein bisschen Energie einzusparen. Zum Beispiel vielleicht zu schauen, kann ich auf die eine oder andere Autofahrt verzichten? Vielleicht auch mal gucken, ist ein bisschen Dämmung möglich zu Hause? Einfach, dass nicht so viel Energie verloren geht. Das hat Musiklehrer Adrian Rusnak mit der neuen Tür schon geschafft. Und das größte Glück für ihn? Sein Klavier funktioniert auch ohne Strom.